Hey, was geht ab, Leute? Wir sind die Foo Brothers und willkommen zu der dritten Episode der Wächterguides. Heute nehmen wir den eisigen Boss Eislegoros unter die Lupe und zeigen euch, was für Attacken er besitzt und wie ihr ihn am besten meistern könnt. Wenn ihr wie immer Live-Action mit den Wächter-Raids sehen wollt, dann besucht uns auch auf Twitch. Wir spielen nämlich öfters mit der Community die Raids durch und helfen an allen Ecken und Kanten. Kommen wir aber wie immer zu der Vorbereitung. Der Eislegoros ist der dritte Boss des Tier 1 Wächter Raids und erfordert eine Gegenstandsstufe von 380 oder höher, um gegen ihn antreten zu können. Vergesst nicht, eure TP-Tränke und euer Leuchtfeuer mitzunehmen. Ihr spart euch dadurch sehr viel Zeit, wenn ihr die Bosse dadurch findet und direkt zu ihnen laufen könnt. Aber kommen wir zu deinen Angriffen und sein Basis-Angriffsmuster. Zuallererst haben wir wie immer den Doppelschlitzer. Wenn Eislegoros seinen Doppelschlitzer einsetzt, bewegt er sich stets nach vorn. Wenn ihr seht, dass er seinen rechten Arm hebt, weicht seitlich aus und bewegt euch zum Rücken des Bosses. Bei dieser Attacke besteht oft die Chance, dass er sie zweimal hintereinander anwendet. Aber er behält immer die gleiche Richtung bei. Als nächstes haben wir den Backstep. Der Boss besitzt selbst ebenfalls Ausweichmechaniken. Beim Backstep springt er sofort nach hinten und holt für seinen nächsten Angriff aus. Was bedeutet das für euch? Augen auf das Monster richten und abwarten, welche Attacken er als nächstes einsetzt. Seine dritte Attacke ist dann sein Frostatem. Der Boss führt eine schnelle Rückwärtsdrehung nach hinten aus und setzt anschließend seinen Frostatem frei, der euch einfriert, falls ihr davon getroffen werdet. Der Indikator dafür ist seine Rückwärtsdrehung. Solltet ihr sie also sehen, verschwindet schleunigst aus seinem Sichtfeld, ansonsten werdet ihr für einige Sekunden einfach gestunt. Wie jeder andere Boss hat natürlich auch der Eislegoros einen Charge Attack. Hier leuchtet er ebenfalls blau auf und läuft anschließend geradlinig nach vorne. Versucht auch hier einfach seiner Sichtlinie zu entkommen und auszuweichen. Was ihr aber auch noch tun könnt, ist einen Counterangriff auf seinen Kopf auszuführen, sobald er blau aufleuchtet. Falls ihr das rechtzeitig schafft, wird er für einige Sekunden ausgenockt und ihr könnt in dieser Zeit mit sehr viel Schaden reinbursten. Also denkt immer dran, dass solche Counterangriffe euch bei den Raid-Bossen stets einen großen Vorteil verschaffen. Als nächstes besitzt der Eislegoros einen Dreifachsprung. Hier startet er diesen Angriff mit zwei Stampfer auf dem Boden. Er springt daraufhin schnell zweimal hintereinander auf einen Spieler auf und holt dann für einen dritten und stärkeren Sprung aus. Sobald ihr also seht, dass er mit seinen beiden Armen in den Boden haut, solltet ihr anfangen, weit wegzulaufen. Aber keine Panik, es reicht, wenn ihr konstant in eine Richtung rennt, denn es ist kein Ausweichskill notwendig, um diesen Angriff vollständig zu umgehen. Einer seiner stärkeren Attacken ist der Supersprung. Der Eislegoros gibt einen fetten Brüller von sich und springt dann weit hoch in die Luft. Unter euch erscheint dann ein großer blauer Kreis, aus dem ihr schleunigst mit euren Ausweichskill rausdodgen müsst. Und als letzte Attacke besitzt er den Frostbeben. Seine gefährlichste Attacke. Sobald ihr im Kampf genügend Taumelangriffe angewendet habt, um den Boss für einige Sekunden zu Boden zu bringen, nutzt die Zeit, um maximalen Schaden rauszubursten. Aber Vorsicht, sobald er sich wieder aufrappelt, solltet ihr sehr schnell weiter weglaufen, denn er wird um ihn herum, nachdem er aufgestanden ist, mächtige Eiszapfen aus dem Boden sprießen lassen. Also übertreibt es nicht zu sehr mit dem Schaden. Und wie sieht es mit der Strategie zu dem Eislegoros aus? Da seine Angriffsstruktur langsam ist und nicht wirklich komplex, könnt ihr eigentlich immer seitlich oder hinter ihm stehen, um Schaden rauszuhauen. Wie bei jedem anderen Boss solltet ihr immer um ihn herum kiten, wenn er euch anschaut und ihr die Aggro habt. Sobald er eine Attacke ausführt, seitlich rausdodgen und so viel Damage machen wie nur möglich. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten müsst, ist jedes Mal, wenn dieser Boss runterfällt und ihr ihn zum Taumeln gebracht habt, dass er nach dieser Phase sein Frostbeben raushaut. Anders als bei anderen Bossen ist das sozusagen ein Kontereffekt. Wie gesagt, übertreibt es nicht mit euren Damage-Gear, haut ein paar Skills raus, aber sobald er seine ersten Anzeichen zeigt, sein Frostbeben rauszuhauen, rennt raus. Das Ganze wiederholt ihr und dann solltet ihr ihn auch schon längst besiegt haben. Wenn ihr aber gegen weitere Wächterbosse Probleme habt oder Guides dazu sucht, abonniert uns, damit ihr in Zukunft diese nicht verpasst. Und zusätzlich können wir euch die Wächterguides-Auflistung von 4Fansites nur empfehlen. Hier findet ihr wirklich alle Infos rund um die Dungeons und deren Bosse. Also unbedingt auschecken, Leute. Und wie gesagt, falls ihr doch Hilfe braucht und einfach mal mit anderen Spielern diese Bosse kloppen wollt, schaut einfach bei uns auf Twitch vorbei. Unsere Community empfängt euch mit offenen Armen und wir helfen natürlich auch aus. Also viel Spaß mit dem Boss und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out, eure Foo Brothers.